Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Aus aktuellem Anlass möchte ich, Herr Minister Niebel, noch einen Satz zu einem anderen Thema an Sie richten, weil es seit 2 Tagen ja Meldungen gibt, dass in Pakistan mutmaßlich BND-Agenten festgesetzt wurden, die wahrscheinlich auch GIZ-Ausweise und ein GIZ-Fahrzeug benutzt haben. Wir fordern hier Aufklärung, auch von Ihnen, Herr Niebel. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, dann muss ich sagen, wäre das ein Skandal noch nicht mal festzustellenden Ausmaßes für die internationale Entwicklungszusammenarbeit und würde sehr viele Menschen in dieser Region gefährden. Und deshalb, Herr Niebel, verlangen wir auch in dieser Sache von Ihnen eine Aufklärung. Wir befassen uns jetzt in der Aktuellen Stunde mit der Diskussion um Ihre Personalpolitik, eigentlich ein Thema, das wir hier gar nicht im Parlament diskutieren sollten. Aber jetzt komme ich dazu. Es gibt massive Vorwürfe, und die kommen nicht nur aus der Opposition, sondern eben aus den eigenen Reihen, vor allem auch vom Koalitionspartner der CDU. Und sie kommen auch vom Personalrat des Ministeriums. Und insofern, Herr Niebel, haben Sie hier ein Problem, und Sie können sich nicht einfach wegdrücken. Ihnen, ja, aber es wird abgewiegelt. In den Medien die letzten Tage hat Herr Niebel immer abgewiegelt. Ihnen wird vorgeworfen, es geht um Ämterpatronage, es geht um intransparente Bewerbungsverfahren und es geht um Zunahme an FDP-Posten im Ministerium, eine Aufblähung des Ministeriums. Und was das Gravierendste in meinen Augen ist, Sie tragen mit dieser Politik zu einem enormen Vertrauensverlust in der Bevölkerung teil. Und zwar das, was es jetzt schon gibt. Es gibt einfach viel Kritik in der Bevölkerung, dass hier Leute sich selbst bedienen. Es gibt einen massiven Verlust an Vertrauen in diese Politik. Und wenn Sie hier nicht Aufklärung betreiben, dann tragen Sie dazu massiv bei. Und deshalb fordern wir das auch von Ihnen. Und Ihre flapsige Antwort war ja dann auf die Kollegin Frau Pfeiffer. Ja, vielleicht hat die Kollegin die neue Entwicklungspolitik noch nicht ganz verstanden. Und da frage ich mich, Herr Niebel, was hat sie denn nicht verstanden? Vielleicht, dass eine Beraterin von McKinsey nun Abteilungsleiterin wird? Und da frage ich mich auch, seit wann ist denn McKinsey bekannt für Armutsbekämpfung? Eigentlich steht dieses Unternehmen ja für eine knallharte Politik der Liberalisierung, des Stellenabbaus und der Privatisierung. Und deswegen sind doch diese Nachfragen ganz klar, dass Sie hier erklären müssen, was Sie für eine Personalpolitik betreiben. Und der Verdacht liegt nun mal nahe, und der ist auch mittlerweile handfest, dass Sie bei Ihren Personalentscheidungen die Parteizugehörigkeit als das entscheidende Kriterium der Qualifikation einstufen. Es gibt sehr viel neues FDP-Personal, und das vor allem entwicklungspolitisch gelinde gesagt sehr unerfahren ist. Beispiele wurden genannt. Auch ich möchte die Stellenbesetzung für das Engagement global, eine neue Servicestelle, nennen. Und es gab viele Bewerber, Bewerberinnen. Wir wissen das, es gibt viele engagierte Leute in der Entwicklungspolitik. Am Ende des Auswahlverfahrens kam aber eine Oberbürgermeisterin aus Ettlingen heraus. Ist ja löblich, aber entwicklungspolitisch eigentlich völlig unbelegt. Aber enge FDP-Kollegin aus Baden-Württemberg. Und das können Sie dem Parlament hier nicht als seriöse Personalpolitik verkaufen. Und für uns ist aber auch entscheidend, und das ist unsere Hauptkritik, was sind das für Konsequenzen, wenn Sie hier nicht qualifiziertes Personal und eben mehr FDP-Ideologie ins Ministerium bringen. Und wir haben das erlebt in vielen Personalentscheidungen, die zum Beispiel den Bereich Lateinamerika betreffen. Mitarbeiter aus der Friedrich-Naumann-Stiftung, die jetzt entscheiden über viele wichtige Projekte in Lateinamerika. Und wir haben es gesehen. Was waren die Folgen? Eine gute Initiative in Ecuador für den Umweltschutz würde trotz internationaler Unterstützung von Ihnen abgelehnt.
Nicaragua. In Nicaragua, ein Land, das zur Armutsbekämpfung massiv beigetragen hat, streichen Sie die Entwicklungszusammenarbeit, obwohl es immer noch eines der ärmsten Länder der Erde ist, mit der Begründung undurchsichtig und fehlende gute Regierungsführung. Das sage ich Ihnen, Herr Niebel. Wir fordern erst mal eine gute Regierungsführung in Ihrem Ministerium, bevor Sie hier überhaupt über Good Governance sprechen. Und wir hätten eigentlich, muss ich sagen, auch noch gern Auskunft über ein Papier, das in der Zeit genannt wurde. In diesem FDP-Papier sprechen Sie davon, dass es um die liberale Durchdringung des Ministeriums ginge, um dem Image der FDP als sozial kalt entgegenzuwirken und dass eventuell auch das Entwicklungsministerium ins Auswärtige Amt integriert werden soll. Ich schließe damit, Herr Niebel, Sie müssen Auskunft geben, ob dieses Papier existiert. Es wäre gelinde gesagt ein Skandal, und es würden Ihnen die Wählerinnen 2013 auch nicht durchgehen lassen. Helga Daub hat das Wort für die FDP.